Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 1. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Was erwartet die Steinbockgeborenen? Es ist Bewegung, kleinere Veränderungen. Die Steinbockgeborenen bekommen auch mehr Klarheit. Sie sollen heute intuitiv handeln, weil die innere Stimme ist gerade die beste Ratgeber. Die Steinbockgeborenen fühlen sich noch unsicher und sie sollen ihre Unsicherheit oder sogar Ängste überwinden. Lebensfreude schenkt Kraft für die Steinbockgeborenen. Tierkreiszeichen Wassermann ist etwas ruhiger. In den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung. Die Wassermanngeborenen sollen die Züge selbst in Hand zu nehmen, aktiv zu sein, handeln, Kontakte aufbauen und etwas klar und deutlich erkennen, etwas genau anschauen und sie sollen auf anderen zugehen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen verläuft den heutigen Tag angenehm und glücklich und die Fischengeborenen bekommen Bestätigung. Sie werden etwas klar und deutlich erkennen. Bei den Gesprächen sind noch Unklarheiten da, sie sollen noch warten. Kann auch sein, dass die Nachricht noch nicht kommt und die Fischengeborenen fühlen sie sich etwas unsicher. Ein bisschen Geduld noch, bis sich das alles dreht und kommt ein klärendes Gespräch. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine gewisse Unbeweglichkeit. Sie setzen ihre Kraft ein und sie haben das Gefühl, es geht nichts voran. Wichtig ist momentan für die Wiedergeborenen abwarten, im Kraft bleiben. In den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit und im Allgemeinen haben die Wiedergeborenen eine gute Energie, was die Liebepartnerschaft betrifft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sich noch im Liebepartnerschaft etwas verhindert oder da sind noch Hindernisse und noch Themen im Augenblick. Kleinere Veränderungen sind möglich bei den Stiergeborenen. Eine Reise ist sehr gut. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die Berufung, Anerkennung, ein Aufstieg und es ist momentan, fühlt sich etwas unsicher an. Wo die Zwillingsgeborenen mehr Glück haben, das ist die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Besonderes achten auf ihren Gefühlen. Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen. Und auch ausgleichen, aktiv zu sein oder eher zurückhaltend zu sein. Also sie brauchen gerade diesen Ausgleich, dieses Feingefühl. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen bewegt sich einiges Besonderes im Liebepartnerschaft. Etwas kehrt zurück. Entweder eine Person meldet sich wieder oder ein verlorener Gegenstand wird wieder gefunden. Wo die Löwengeborenen noch Unsicherheit verspüren, was sollen sie beenden oder loslassen, von was sollen sie trennen? Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist Klarheit und sie bringen etwas in Ordnung. Sie nehmen auch die Züge selbst in Hand und treffen selbst Entscheidungen. Eine Nachricht kommt noch, ein bisschen geduldig sein.
Das ist etwas zurückhaltend momentan. Kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen sollen im Augenblick schweigen, die Sprache zurücknehmen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Hindernisse im Augenblick. Sie haben das Gefühl, es läuft etwas ungerecht oder etwas ist unbeweglich und es kostet Kraft, sehr viel Kraft. Die Wagengeborenen sollen warten, in die kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit. Und im Allgemeinen haben die Wagengeborenen Glück in die Liebe, Partnerschaft und haben auch Möglichkeiten, etwas zu erreichen, auch finanziell, auch beruflich. Es ist vielleicht nicht der richtige Augenblick heute zum Handeln, aber in die kommenden Tagen verbessert sich das schon. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben eine gewisse Bremse in die Liebe, Partnerschaft. Das ist entweder unbeweglich oder sind die Skorpiongeborenen unzufrieden. Da ist auch die Geduld gefragt, wie sich das alles verbessert. Wo sie Glück haben, das ist die kleinere Veränderungen oder eine wohnliche Veränderung, eine kleine Reise, beruflich etwas Neues beginnen oder eine Schulung. Und die Skorpiongeborenen sollen auf dem inneren Kraft achten, weil sie fühlen im Augenblick erschöpft und kraftlos. Also die Ruhe bewahren oder meditieren, also irgendwo die inneren Kraft spüren. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen, die haben Sehnsüchte, Wünsche, Ziele, auch Orientierung. Und das bewegt sich jetzt. Und das sollen Sie auch ernst nehmen, weil es kommt endlich in Form. Die Schützengeborenen haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber im Allgemeinen auch beruflich kommt etwas in Bewegung. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, wirkt auch bei jeder Tierkreiszeichen anderes. Aber das ist sehr allgemein. Wir können das aber maßgeschnitten anfertigen. Weil jeder Mensch ist einzigartig und jeder Geburtshoroskop ist was Eigenes. Und dabei kann ich Ihnen helfen, mehr Klarheit, Orientierung oder einen bestimmten Termin anschauen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Wenn das schnell gehen sollte, bin ich auch telefonisch in mein Hotline erreichbar. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.